Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Barbara Box. Die ist heute bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzugucken, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt ja wirklich unheimlich viele verschiedene Boxen, die auf dem Markt angeboten werden. Und es kommen immer wieder neue raus. Damit ich vielleicht dir so eine kleine Idee geben kann, welche Box vielleicht für dich die richtige ist, habe ich ja die Möglichkeit, durch die Kooperation mit boxpalast.de ja einige Boxen zu öffnen und tatsächlich in diesem Video auch eine Barbara-Box an einen von euch da draußen zu verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Schau einfach gerne vorbei und deswegen schauen wir mal in die Barbara-Box rein. Die ist ja von Barbara Schöneberger quasi inspiriert, wie auch immer, oder von dem Barbara-Magazin, was Barbara Schöneberger ja entwickelt hat, entworfen hat. Ich weiß es nicht, wie man das genau sagen soll. Und das war mein Handy. Und die Barbara-Box ist eine Box, wo du Produkte aus Beauty, Food, Lifestyle drin hast und die immer so ungefähr beim Warenwert von 85 Euro liegt. Du bezahlst pro Box zwischen 30 und 25 Euro und die kommt alle 2 Monate raus. So, das waren jetzt schon mal die Eckdaten und dann schauen wir mal rein. Man hat eigentlich auch immer irgendwelche Gutscheinflyer mit dabei. Hier von My Müsli, das hatte ich schon mal ausprobiert, finde ich lecker. Und von S. Oliver gibt es auch noch einen Gutschein mit dabei. Aber das hat man ja heute gefühlt in allen möglichen Sendungen, die man so kriegt übers Internet. Dann ist hier auch noch die Zeitschrift Barbara mit dabei. Ja, das ist ja quasi die Juli-Ausgabe. Die kostet normalerweise 4,50 Euro und davon ist ja quasi diese Box inspiriert. Ich mach Schluss. In jedem Leben gibt es Dinge, die endlich mal weg müssen. Ein Heft übers Abschied nehmen und Platz schaffen. sowas nehme ich auf jeden Fall gerne beim Wort. Ich habe tatsächlich ja auch mal wieder meine Aussortiertkiste derbe gefüllt. Die habe ich vorgestern hochgeladen und von daher, ich versuche mich immer wieder von unnützen Dingen zu trennen, aber es ist manchmal gar nicht so einfach und was ich hier natürlich in meinem Lager habe, ist ja auch nicht normal. Aber es ist mein Hobby und ich mache es gern. So, dann habe ich hier auch immer so einen Flyer mit dabei, weil es halt eine Kooperation ist. Da steht drauf, liebe Claudia, nichts wie weg. Wünschen wir uns das nicht alle manchmal? Hier deine perfekte Box, um einfach mal den Alltag hinter dir zu lassen. Auf geht's! XOXO Charlotte vom Barbara Box Team. Danke, liebe Charlotte. Ich bin wirklich gespannt. Also ich hoffe, dass diese Box dann auch wirklich mit Me-Time oder sowas zu tun hat, mit Chillen, Abschalten, Entspannen. Das wäre mal was, wo ich Bock drauf hätte, denn wegfahren oder sowas werde ich diesen Sommer ja nicht. Wir werden ein bisschen renovieren und handwerklich unterwegs sein. Dementsprechend wird es nicht so funktionieren, aber ja, und ich habe demnächst eine Autorechnung über 3000 Euro, Leute, darüber wollen wir gar nicht reden, ne? So, es ist eine der etwas größeren Boxen, die Barbara Box. Sieht doch hübsch aus, ne? Also mir gefällt das Design definitiv. So, jetzt ist es nicht so einfach, die mit euch zusammen zu öffnen, weil die Glossy Box ist ja ungefähr nur, wenn überhaupt, ein Drittel davon. Die kriege ich ja mal eben mit einer Hand geöffnet. So sieht die Box von innen aus. Wie bei diesen Beauty-Boxen üblich, hast du hier halt so ein Seidenpapier, was quasi mit so einem Schleifchen zusammen gemacht ist und hier ein Klebi, der das Ganze zusammenhält. Achso, an der Box riechen, Leute. Die riecht auch ein bisschen frisch, muss ich gestehen. Also ein leicht zitroniger Duft kommt hier auch noch mit raus. Mal schauen, was sich daran befindet. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und die ganzen Produkte, die nur darauf warten, in die Kamera gehalten zu werden und gegebenenfalls auf meinem Körper ausgetestet zu werden. So, dann schauen wir mal rein. Der Sommer steht vor der Tür und jetzt heißt es Sommer, Sonne, Sonnenschein und ab in den Urlaub. Egal, ob Sie zu den Glücklichen gehören, die dieses Jahr einen Strandurlaub im Süden geplant haben oder ob Sie sich einfach nur am nächstgelegenen See entspannen. Die Barbara Box bereitet Sie perfekt darauf vor. Viel Freude beim Auspacken. Los geht's! Als erstes habe ich hier von Ultrasun, sehr gut, fürs Gesicht. Das ist eine Antipigmentation und Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50. Ja, das ist meins. Die werde ich benutzen. Das ist meine Summer Face Cream, keine Ahnung. Ich habe auch welche mit 30, die ich halt verwende, wenn es nicht so arg ist. Aber wenn es richtig heiß ist und wenn es abgeht, dann benutze ich die. Ja, freue ich mich drauf. Mega geil.
Komm, wir gucken jetzt mal, ob das Gesicht vielleicht weiß färbt, weil da habe ich ja meistens Angst vor. Ich habe mein Gesicht übrigens eben abgewaschen und kann dementsprechend jetzt auch eine solche Creme benutzen. Die ist noch zu. Dann mache ich mir das mal drauf. Die zieht ultra schnell ein. Hui. Da muss ich nachlegen. Auch wenn es jetzt glänzt, aber es ist schon so eingezogen, dass man das nicht mehr bewegen kann auf der Haut. Also man hat schon ein ziemlich bappiges Gefühl jetzt auf dem Gesicht und man glänzt auch. Aber sie ist jetzt nicht irgendwie weiß geworden. Das heißt, sie ist jetzt einfach eine Creme und in dem Sinne dann ja wahrscheinlich auch eine gute Base, wenn man gegebenenfalls eine Foundation oder Puder oder sonst was drüber geben möchte. Ich sehe im Display gerade, dass ich glänze wie eine Speckschwarte. Aber damit kommen wir klar. Geiles Produkt. Hat mich jetzt gerade richtig glücklich gemacht. Und es ist auch noch wasserresistent. Wow. Richtig toll. Das ist ein super tolles Produkt. Also ne, dieses Ganze von Ultrasun, diese ganze Sonnenreihe, die ist einfach mega gut für die Haut. Richtig cool. Das fängt schon mal gut an. Als nächstes habe ich eine Zahnpaste drin, die hatte ich auch schon mal drin, von The Humble Co. Humble kennt man ja, die Humble Brush, und das ist die quasi dazugehörige Zahnpasta. Das ist eine natürliche Zahnpasta mit Aktivkohle und die ist tatsächlich vegan. Das ist doch auch ganz cool und ja, das ist nett. Natürlich muss man aufpassen, die ist nur für Erwachsene geeignet, weil die Natriumfluorid enthält. Aber es ist, ja, nett. Ne? So eine schwarze Zahnpasta, die hatte ich tatsächlich ja auch schon mal drin, die habe ich aber weitergegeben. Vielleicht werde ich die selber benutzen, weil meine Arma Brush werde ich demnächst aussortieren, weil die Arma Brush ist insolvent gegangen und ich kann keine Teile nachbestellen. Das heißt, dieses Mundstück, was da drin ist, kann ich wegtun und dann kann ich die ganze Zahnbürste nicht mehr gebrauchen. Das heißt, ich werde wieder auf herkömmliche Zahnpasten zurückgreifen. Ja, die werde ich austesten. Cool. Dieses Teil wird sowas von weiter wandern. Das ist der Silikonschwamm von Fräulein B. Ich muss es gar nicht nachlesen. Ich habe schon direkt gesehen. Oh, den habe ich auch ausgetestet. Das war nicht meins. Der wird weiter wandern, Leute. Also, ich weiß nicht. Vielleicht mal in der Verlosung oder so. Ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Der wird weiter wandern. Ja. Dann habe ich von Herbazin Food Care ein Kühlgel mit Menthol und Kampfer. Intensive Pflege für Füße und Beine. Da bin ich wirklich vorsichtig. Ich habe normalerweise keine schweren Beine oder heiße Füße. Deswegen glaube ich eher, dass das hier auch weiter wandern wird und nicht bei mir bleibt, weil ich creme meine Füße immer nach dem Duschen ein und wenn dann die Poren schon geöffnet sind und man dann so ein Kühlgel drauf gibt, dann brennt das fürchterlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich den ganzen Tag irgendwie auf der Arbeit mit hohen Schuhen oder so rumläufe, wobei ich dann auch irgendwann die Schuhe einfach ausziehe und barfuß rumlaufe, naja, also das weiß ich noch nicht, ob ich das benutzen möchte. Gucken wir mal. Also das beinhaltet natürliches Kamillenblütenextrakt, das ist parabenfrei, mineralölfrei, ohne tierische Rohstoffe und ohne künstliche Farbstoffe. Also eigentlich ein richtig gutes Produkt. Mal gucken. Das ist so ein Vielleicht-Produkt. Oh ja, von Matt Masky. Eine Hair Mask. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal hatte, aber von Matt Masky hatte ich schon mal was. Ja, das ist für Haare und stärkt die Haare. Ja, was soll man da gut zu sagen, ne? Das ist tierversuchsfrei, das ist paraben- und sulfatfrei, das hat natürliche Inhaltsstoffe, das wird sackteuer sein, glaube ich. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, doch, da habe ich wohl Bock drauf, ne? Das hat eine 3-in-1-Formel, Haarmaske, Kopfhautbehandlung und Wundershampoo. Ja, also das ist wohl ein Produkt, was man täglich benutzen kann, was man dann auch für eine Minute einwirken lassen muss und dann ausspült. Das scheint wirklich ein 3-in-1-Produkt zu sein, das heißt, ich brauche keine anderen Produkte. Da bin ich ja mal gespannt. Das werde ich jetzt direkt anfangen zu testen. Ja, Challenge accepted. Ein Antitranspirant Deo scheint das zu sein. Soft and Gentle, 0% Aluminium, Antitranspirant Care, ohne Alkohol, 24 Stunden Schutz. Also im Prinzip direkt nach dem Duschen auf die gewaschenen, trockenen Achseln geben, einwirken lassen und dann soll das funktionieren. Bin ich gespannt. Riecht einfach sehr schön nach Baumwolle oder nach frisch gewaschener Wäsche. Also das wird demnächst mal verwendet, finde ich cool. Ja, so ein Deo dabei braucht man auch auf jeden Fall, ne? Ob man jetzt irgendwo hinfährt, wegfährt, wie auch immer, oder ob man einfach Sommer da hat, Deo ist ein Muss. Oh ja, was zu trinken. Fuse Tea, 0,5 Liter, grüner Tee, Limette, Minze. Die Marke kenne ich noch gar nicht, aber das wird jetzt mal getestet. Ich denke, kalt wird es noch besser schmecken, aber ne, ich habe jetzt keinen Schockfroster hier.
Übrigens finde ich, dass die Sonnencreme mittlerweile ganz gut eingezogen ist, oder? Glänzt immer noch ein bisschen, gibt einen schönen Glow auf der Haut, aber man sieht jetzt nichts Weißes. Das finde ich richtig cool. So, Prost. Oh, das schmeckt lecker. Boah. Mega lecker. Also dieses grüner Tee und dann hast du so einen Hauch von Limette und einen Hauch von Minze. Oh. Richtig erfrischend. Also das ist Rainforest Alien Certified auch noch. Also damit tut man auch irgendwo was Gutes. Cooles Produkt. Habe ich noch nie gesehen. Richtig, richtig lecker. Und jetzt leer. Achso, und in dieser Box hat man auch immer ungefähr 9 Produkte. Aber meistens sind es irgendwie mehr, finde ich. Dann habe ich hier so einen Teil von der Barbara Box. Leute, ich glaube, das ist ein Kofferanhänger. Sieht unfassbar cool aus. Aber da ich ja echt so gut wie nie in den Urlaub fliege, fahre, wie auch immer, wird es weiter wandern. Und ich weiß auch schon zu wem. Ha! Genau, ja. Das werde ich nämlich der Tochter von meiner Nagelfee schenken. Die wird sich freuen. Ich nehme das mal raus. Ich glaube, da ist sie mir nicht böse, wenn ich das öffne. So, hier sehen wir eine mega coole Ananas. Und hier hinten sehen wir dann entsprechend die Befestigung. Das ist halt ein Kofferanhänger, ne? Da kannst du deinen Namen eintragen und so weiter. Ach, das finde ich ja witzig. Das finde ich echt witzig. Und ich weiß, dass die, kurz nachdem ich dann nächsten Monat meinen nächsten Nageltermin haben werde, nee, diesen Monat, oh je, den muss ich jetzt bald machen, werden die in Urlaub fahren. Und das halt auch über den Geburtstag von der Tochter von meiner Nagelfee. Scheiße. Ja, und der wollte ich sowieso so eine kleine Geburtstagsbox packen und dann kommt das damit rein. Fiona, du weißt von nichts. Psst. Dann habe ich von Be Your Own Pro Kiss New York Magic Ink Eyeliner. Den hatte ich schon mal, den fand ich, glaube ich, echt gut. Richtig toll. Diese Filz Eyeliner sind ja sowieso voll meins, ne? Und das ist Blackest Black. Ja, den hatte ich schon mal. Der ist echt ganz nett. Der war mir aber, glaube ich, letztes Mal zu schnell ausgetrocknet. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal zu und packe den in meine Backup-Kiste für Eyeliner. Sehr geil. Da steht jetzt nicht drauf, ob der wasserfest ist oder so. Also ich hätte mir jetzt wahrscheinlich in einer solchen Box eher einen wasserfesten Eyeliner gewünscht. Aber das ist nicht schlimm. Dann wird der halt im Winter oder so verwendet. Weil ich finde, so an den Augen, da schwitze ich halt auch ganz gerne. Also ich mache über Tag auch sehr oft so halt, ne? Weil ich da einfach schwitze. Und ja, wenn du dann halt Schlupflider hast oder leichte Schlupflider, so wie ich, und dann halt die Augen immer offen hast, dann stempelt sich das halt schnell oben ab und dann sieht das unschön aus. Deswegen benutze ich eigentlich im Sommer lieber wasserfeste Eyeliner. Aber na, den probieren wir mal aus, wa? Ist das... Oh, die hatte ich letztens auch in der Degusta-Box. Und jetzt habe ich die als Aprikose auch noch hier in der Barbara-Box. Mega geil. Als Erdbeere hatte ich die in der Degusta-Box. Und jetzt habe ich Erdbeere und Aprikose Marmitube. Das habt ihr alle so sehr gefeiert, ne? Marmelade in der Tube, Leute. Das ist so eine mega leckere Marmelade, wirklich. Also hatte ich auch schon als Kirsche, als Sauerkirsche. Die ist ohne Farbstoffe, ohne Konzentrate und ohne Sirup. Und es ist ohne Stückchen und die ist einfach super lecker. Ja, auch dieses Produkt verfolgt einen doch etwas in den Boxen, aber kann man sehr gut im Sommer gebrauchen. Das ist von Tee bei TTZ, eine Aromadusche created by Michalski und die ist mit Gletscherwasser, Baumwolle, grüner Minze, weißem Tee und Edelweiß. Da riechen wir mal dran. Huch. Ja, die riecht ganz frisch, also du riechst auch vor allem die Minze ganz gut durch und den weißen Tee. Ich persönlich bin eher der fruchtig-blumige Duscher, aber ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Ich weiß es noch nicht. Oder sie wandert weiter, mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall war es absehbar, dass ein irgendwas Duschmäßiges mit in dieser Box drin ist, oder? Und selbstverständlich ist auch die Humble Brush mit drin. Wenn die Humble Brush Zahnpasta mit drin ist, dann ist auch eine Humble Brush mit drin. Also, das ist eine gute Zahnbürste, weil die ist aus Bambus. Ich weiß das mittlerweile auswendig, weil ich sie schon 10-mal in der Hand hatte, Leute. Genau. Und da Bambus der am schnellsten nachwachsende Rohstoff ist, ist es tatsächlich eine super nachhaltige Zahnbürste. Ja, deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Sache, auch so für Reisen oder so. Ne? Dann hast du eine schöne Zahnpasta mit dabei. Ich persönlich habe meine elektrische Zahnpasta und verreise nicht. Ne? Deswegen brauche ich sie nicht. Ich werde sie weitergeben. Da freut sich jemand anderes garantiert drüber. Das finde ich jetzt mal cool. Tagebuch meiner Wünsche, Zeit für kleine Wunder. Das ist so ein kleines Buch. Ich weiß nicht, ist es so ein Reinschreibbuch?
Und es fühlt sich schön an, hat eine schöne Haptik und ist flexibel, also dementsprechend auch gut für Reisen geeignet. Und das ist ein Reinschreibbuch. Ach, das finde ich ja toll, ne? Das ist mir heute klar geworden. Ich bin dankbar dafür, dass, wenn sich meine Wünsche erfüllen, werde ich... Ach, das finde ich schön. Ich glaube, das werde ich wirklich führen. Ach Mensch, da sind auch schöne Zitate drin und keine Ahnung. Das ist wirklich so ein Ausfüllbuch, wo du wirklich schöne Dinge reinschreiben kannst und dich einfach so ein bisschen Me-Time, ein bisschen glücklich und ein bisschen mit dir selber beschäftigen. Das finde ich mega geil. Finde ich super. Also das ist mein absolutes Ultra-Highlight. Also es hat mit einem Highlight begonnen, was ich auf dem Gesicht trage. Und es endet auch mit einem mega Kabam-Highlight. Also richtig cool. Darüber freue ich mich extrem. Und dann kannst du das hier mit so einem Bändchen zumachen. Ne? Ach, das ist schön. Das kommt dann in die Handtasche und dann kannst du immer mal wieder so drüber nachdenken und das verwenden und... Schau gerade, nee, die Box ist leer. Ich freue mich. Mensch, das war echt cool. Mega. Also die Box hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde auch, dass sie jetzt nicht so extrem angelehnt ist an Verreisen, sondern halt auch viel so mit Me-Time, Urlaub, Zeit für sich selbst nehmen, was ja Me-Time ist, ne, einfach so ein bisschen abschalten zu tun hat. Und das finde ich so schön. Tolle Box. Also richtig geil. Hat mir extrem gut gefallen und ich denke auch, dass der Boxwert von 85 Euro definitiv erreicht ist. Ich blende ihn dir hier mal ein und ja, ich denke, wir liegen auch drüber. Also das waren super schöne Produkte, tolle Produkte und wie gesagt, du kannst eine Box gewinnen. Unten in der Infobox, schau vorbei. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.